hatte ich gar nicht mitbekommen, dass es schon so spät. Also schließe ich jetzt den Shop. Jetzt kann ich natürlich, oder ich könnte jetzt natürlich gemütlich jetzt vor der Kamera euch ein erzählen. Aber warum soll ich euch ein erzählen, wenn ihr eh nicht zuhört? Und deswegen lasse ich es sein. Ich fand aber nett von dem jungen Mann. Das war ein Skateboardfahrer in der heutigen Zeit 2021. Nicht schlecht. Ich meine, Skateboards habe ich gern verkauft, damals im Sporthaus für Karstadt. Wie da der große Skateboard-Boom war. Wisst ihr, meine lieben Freunde, ich muss einfach mal die Ehrlichkeit raushauen, dass ich so viel Spaß hatte, dass es so viel Spaß macht, daran zu denken und diesen Spaß mir keiner nehmen kann. Keiner. Ja? Und ich mit diesem Spaß, den ich erlebt habe, in den ganzen Jahren, ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, auch die Nickeligkeit meiner damaligen Ehefrau war an sich ein Spaß, wirklich, war ein Spaß. Und diese Nickeligkeit im Gerichtssaal, wirklich, Menschen sind ja nickelig, ne? Ich merke gerade, da ich ja jetzt Zeit habe, kann ich ja ein bisschen philosophieren, ne? Dieses Video ist dadurch ein bisschen länger geworden, aber soll mir auch egal sein. Ich weiß, dass dieses Video sowieso keiner guckt, deswegen kann ich es ja mir leisten. Ich kann es mir leisten. Also wie gesagt, in der damaligen Zeit, wo wir noch analog unterwegs und nicht vor der Kamera, natürlich saßen wir vor der Kamera, aber die Filme mussten wir ja einreichen. Und diejenigen, welche, wo das eingereicht wurde, die haben sich die Filme aber auch angesehen. Ist ja nicht so wie heute. Heute machen wir Filme. Wild fremde Menschen schauen sich jetzt mein Video an, haben überhaupt keinen Plan, machen es trotzdem. Ich finde es stark. Ich meine, ich schaue ja mir auch eure Videos an, aber ich habe Plan, wenn ihr versteht, was ich meine. Eure Videos schaue ich genauso wenig lange an, wie ihr meine Videos lange anschaut. Gebe ich offen zu, weil ihr macht genauso einen Scheiß wie ich auch und weil wir alle den gleichen Scheiß machen, müssen wir uns den ja nicht ansehen. So, diejenigen, welche, die mir wirklich tatsächlich gewogen, die habe ich natürlich analog. Und den ich wirklich tatsächlich gewogen, den sage ich es auch. Und da nun mal YouTube auf uns aufpasst, wie damals Savelot hat nur schneller reagiert, wenn du sowas da auf den Weg gebracht. Und dein Provider da, der da gesessen hat, hat dieses Video nicht gemocht, was du da gerade gemacht hast. Dann hat er das sofort eingestampft. So war Savelot. So, wisst ihr, ich habe so viele Filmbeiträge gemacht, auch UPROM TV, Du bist TV. Das war so geil, ja. Dieses Video jetzt hier hätte ich dann produziert für eine Sendung über Astra 98,5 digital. Auf einem Sonntag und meine Sendung lief auf einem Sonntag und ich hatte 68 Millionen Zuschauer. Pff, hatte ich wirklich. Und warum, ist klar. Weil es neu war. Genau. So, jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich einen Zuschauer. Ich bedanke mich für den Zuschauer. Dankeschön, ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich weiß auch gar nicht, ob du mich verstanden hast. Okay. Ich weiß nur die Wahrheit, nichts als die Wahrheit und die tut mir nicht weh. Aber euch. Es ist halt so. Auch Dieter Haller, von dem ihr jetzt als das Ekelpaket sehen könnt im zweiten deutschen Fernsehen, der ist natürlich belobigt worden. Die werden alle belobigt, damit sie bloß ruhig sind. Ja, ich habe ja auch gegen Corona unterschrieben. Ich muss schweigen. Punkt. Ich habe unterschrieben. Doppelpunkt. So, ich schweige. Mir ist es egal. So, ab 1. Oktober fängt dann schon mal einmal an. Geimpft. Genesen, geimpft, genesen, gut ist, aber gesund. Die waschechten Gesunden, von denen hört man nichts. Die gibt es gar nicht in der Politik. Es gibt keine gesunden Menschen in der Politik. Dann seht ihr doch, dass die Politiker eingestehen, 100% erkrankt zu sein. Das ist geil, das ist Wahrheit und das liebe ich. Politiker geben zu, das hört sich auch an, Ticker. Politiker
Ja, die ticken nicht mehr richtig, sind ja politisch involviert, krass unterwegs. Hauptsache, sie kriegen 10.500 Euro für nichts tun. Denn politische Arbeit ist nichts tun. Ist so. Die kriegen einen Dollar nach dem anderen, ja. Da kann man auch schräg sein. Ja, man kann schräg sein. Ist halt so. Und alle, die wirklich tatsächlich schräg sind, sie werden es auch bleiben. Und jetzt höre ich auf, weil ich freue mich. Ich freue mich, in den 1. Oktober hineinzugehen. Ach, herrlich. Ich liebe alles, was ich da mache. Ich habe das Carpe Diem durch und durch. Ich habe die Zechen aufgezeichnet. Ich zeichne morgen Abend auf. Morgen ist nämlich der 1. Oktober. Da haben wir nämlich die Lichtwochen hier in der Stadt Essen. 10 lange Tage. Also 10 lange Tage haben wir die Lichtwochen. Wir werden morgen also ablichten. Ich will hoffen, dass es nicht so kühl. Ich will hoffen, dass es nicht regnet. Dass es so ist wie heute. Heute war super, war wunderschönes Wetter. Heute hatte ich wunderschöne Menschen hier. Ich hatte wunderschöne Aufnahmen in dem Studio dort. Ich habe gerade soeben noch jemanden gehabt. Ich fand meine Kunden heute einfach nur toll. Ich hatte heute wirklich tatsächlich, das merkt ihr auch, tolle Kunden. Doch. Ich hätte heute fast schon Philosophie bei einigen Kunden, weil einige Kunden haben ihr Alter und weil sie ihr Alter haben, musste ich natürlich ein bisschen Seelsorge machen, um sie wieder aufzubauen. Und wisst ihr, das kann man nicht bei YouTube, das kann man erst recht nicht bei Facebook, ja? Das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Und darum bin ich woanders. Und da kann man's. Und da macht es tierisch viel Spaß.